Berlin bekennt sich zu seinen Lastern, hat keine Sperrstunde. Vielleicht liegt das auch daran, dass diese Stadt buchstäblich eingemauert ist. Da muss sie sich zum Ausgleich im Inneren totale Freizügigkeit leisten. Das Leben in Berlin wird von der Mauer bestimmt, seit jetzt 25 Jahren. Das war nicht nur Anlass zu ernsten und feierlichen Reden. Ohnmacht und Wut entluden sich zuweilen auch in Aggression und Gewalt. Und wen darf es wundern, dass dahinter nicht immer ehrsame politische Motive stecken? Mit dem Hammer gegen die Mauer. Ein pensionierter Zimmermann aus den USA wollte mit dieser ganz persönlichen Aktion gegen die Teilung Berlins protestieren. Und 5 Tage vor dem 13. August war er damit bei Fotografen und Kamerateams ein begehrtes Motiv. Die Aktion des 68-jährigen John Runnings lieferte Stoff für Stories, die in vielen Redaktionen Anklang fanden, weil sie eben nicht den eher ein bisschen langweiligen Berliner Alltag an der Mauer widerspiegelten. Nach 25 Jahren trauriger Gewöhnung an dieses absurde Bauwerk mitten in der Stadt waren bei so manchen Berichterstattern Aktionen und Emotionen gefragt, um für den Jahrestag an das ganz Besondere zu kommen. Der Rückblick 25 Jahre hat für viele Berliner, auch übrigens für mich, dazu geführt, dass eine ganze Reihe von Emotionen wieder aufbrachen. Aufbrachen in dem Sinne, dass man sich erinnert fühlte an Wut, Enttäuschung, Verärgerung, Hoffnung vor 25 Jahren. Und heute geht es in der Tat darum, diese Mauer durchlässig zu machen. Am 13. August in diesem Jahr ging es darum, mehr in die Zukunft zu gucken. Also zu formulieren, welches sind die Lehren aus den Ursachen und dem Bau der Mauer. Dabei war nicht alles hilfreich, was geschehen ist, beispielsweise die Krawalle, die übrigens für meine Begriffe völlig überbewertet worden sind, insbesondere in der Berichterstattung auch durch unsere Medien. Ich will hier nicht Medienschelte betreiben, aber verantwortlich fragen, ob ein paar Betrunkene, die an der Mauer Unsinn anstellen, für weltpolitische Schlagzeilen sorgen sollten, das ist, glaube ich, auch notwendig. Insgesamt war es ein Tag der Analyse und des Blicks in die Zukunft. Und so sah das aus am Abend des 13. August. Am Checkpoint Charlie, auf dem der Mauer vorgelagerten Ostberliner Gebiet, Demonstranten versammelten sich. Und ganz schnell wurde aus dem Protest gegen den Mauerbau vor 25 Jahren ein Spiel mit dem Feuer. Die Grenzposten der DDR solch gezielten Provokationen ausgesetzt. Ohnmächtige Wut sonst friedlicher Bürger, die vor dem Eindruck der Betonwand mitten durch Berlin-Kreuzberg außer Kontrolle geraten war, oder eben ganz einfach alkoholisierte Krawalle. Es hat sich auch hier mit der Zeit dann unser Kreuzberger Kneipenpotenzial gesammelt und Bier spielte dann bei diesen Zwischenfällen doch eine ziemlich ausschlaggebende Rolle. Es waren mehr Kneipe eben als Politik. Das, was nachher zu Störungen führte und was auch dazu führte, dass die Polizei aktiv werden musste, das war Kneipe. Und es fiel auf, immer da, wo gedreht und fotografiert wurde, da ging es dann richtig rund. Wurde vielleicht Randale auf Bestellung geliefert? Ein paar Bildberichterstatter jedenfalls hatten den Tipp bekommen, am Checkpoint Charlie werde etwas organisiert. Natürlich waren hier Dutzende von Fotografen und viele Fernsehkameras zu sehen. Und das macht es interessant, dann hier auch mal ein bisschen Rabatz zu machen. Ohne Publikum und ohne Öffentlichkeit wäre sicherlich viel ruhiger alles abgelaufen. Besonnenes und vor allem gemeinsames Handeln von Westberliner Polizei und den Grenzposten der DDR verhinderte noch Schlimmeres an diesem Abend. Keine leichte Situation, die da zu bewältigen war von der Polizeiführung im Westen. War das bewusste Zusammenarbeit mit den DDR-Grenzposten um gemeinsamen Schutz der Mauer? Von Zusammenarbeit kann man dabei nicht sprechen, sondern es wurden Aufforderungen ausgetauscht, den Grenzbereich zu räumen. Wir haben diese Mitteilungen entgegengenommen und haben dann entsprechend unserem Rechtszustand gehandelt. Und da wird es immer Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit geben in solchen Fällen, wenn es um den Schutz dieser Anlagen hier geht, die ja nicht unsere Anlagen sind. Und das sollte man mir deutlich sagen. Und auch so wurde am 13. August die Möglichkeit genutzt, wirksam über die Fernsehkameras in die Öffentlichkeit zu kommen.
Diese ehemalige DDR-Bürgerin drängte sich hier während der zentralen Gedenkveranstaltung im Berliner Reichstag ans Rednerpult. Vor aller Welt wollte diese Mutter die seit Jahren betriebene Übersiedlung ihrer Kinder vorantreiben. Kann eine solche Aktion im Scheinwerferlicht der großen Politik aber wirklich hilfreich sein? Die Frage will ich im Augenblick gar nicht primär beantworten. Verzeihen Sie vielmals. Vielleicht nicht, das kann so sein. Aber Verständnis habe ich für solche Aktionen, denn sie verdeutlichen doch sehr stark, was wirklich die Sorgen der Menschen hier unmittelbar an der Mauer und im Umgang mit dieser Teilung Deutschlands sind. Und das Bemerkenswerte an diesem 13. August war, dass, glaube ich, alle Berliner auch deutlich gemacht haben, dass sie gelernt haben, mit der Mauer zu leben, dass wir keine Gedenktage dafür brauchen und uns ständig damit auseinanderzusetzen, sondern dass ein Jahrestag dabei eben wirklich auch von den Berlinern empfunden wird als nüchterne Darstellung ihrer Probleme und dass es in solchen Fällen, wie auch bei der Gedenkveranstaltung, passiert.